Glück in Nürnberg bei den Notfallsanitätern Aline und Julian. In der einsatzreichsten Wache des Roten Kreuzes in Bayern ist auch der Fuhrpark riesig. Bei 37 Fahrzeugen ist es nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Aline kann ein Lied davon singen. Hat schon, wo wir geparkt haben. Ja, wo haben wir denn geparkt? Das Problem ist, wenn man mal da parkt, mal da, wenn man reinkommt, wieder zum falschen Auto, dann läuft man halt mal am Auto vorbei. Schon mal da. Ja. Das blinkt sogar, wenn du hinkommst. Schön, ich habe ja auch keinen Schlüssel gehabt. Wir müssen schon, wie der Melder geht. Die Rettungswache liegt nur wenige Minuten entfernt vom Hauptbahnhof. Ein sensibler Bereich mit Drogenproblemen und häufigen Schlägereien. In diesem Fall gab es dabei offenbar Verletzte. Noch ist nichts Näheres bekannt. Klar ist nur, bei solchen Einsätzen können die Sanitäter selbst schnell in Bedrängnis kommen. Leitstelle 57212. So, es geht um eine Schlägerei. Dann. Die Einsatzmeldung war Ärger. Ja. Ärger heißt, da gab es eine Schlägerei. Meistens bei einer Schlägerei gibt es einen Gewinner und einen Verlierer oder zwei Verlierer. Und das sind dann unsere Patienten. Also wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof, da ging es wohl um eine Schlägerei. Die Polizei ist auch schon alarmiert. Wir müssen da auf der Straßenbahninsel halten. Da in dem Bereich soll das sein. Eigenschutz ist für uns sehr wichtig, weil wenn wir selber dann irgendwie angegriffen werden oder so, dann können wir ja auch nicht helfen in dem Moment. Deshalb müssen wir schauen, dass uns erstmal nichts passiert und dass wir sicher auf der sicheren Seite sind und dann erst handeln. Immer häufiger werden Rettungskräfte bei dem Versuch, Menschen zu helfen, Opfer von Beschimpfungen, Bedrohungen oder sogar körperlicher Gewalt. Okay. Wahnsinn, das aber ist ja. Aber man sieht ja, das muss dann hier beim Abgang sein. Guten Rucksack geben, männlich. Ja, und blau auch. Also als wir da eintrafen am Hauptbahnhof, da hat man dann eben die zwei Beteiligten gesehen und zwei Polizisten. Der eine war mit dem einen beschäftigt, der andere mit dem anderen. Und jeder von uns hat sich einen geschnappt quasi und gefragt, was denn los ist. Er ist eigentlich der Geschickte, wenn man so will. Ja. Mein Handy. Ja, rufen Sie es mal an. Ihre Freundin. Bleib du mal kurz da, okay? Die zwei haben sich geschlägert, oder? Nein, ich habe eine Dreiecksschlägerei. Okay. Nee, ich hab eine Faustschläge. Ja, das klären wir dann später. Ja? Ich hab nur eine Faustschläge. Jetzt geht es darum. Schaut, möchten Sie sich mal Ihre Verletzung anschauen lassen? Vorhin haben Sie gegenüber der VAG, da war ich noch nicht da, geklagt, dass Sie so Schmerzen in einem Rettungsdienst haben. Ja, aber ich habe echt in der Ja, jetzt hören Sie mir mal zu, ja? Meine Frage beantworten, ja? Möchten Sie jetzt eine Ärzte- oder rettungsdienstliche Behandlung? Ja, können wir schon schauen. Schau mich mal an. Wie alt bist du? 21, tut mir leid. 20, ist okay. Was war denn los? Ich habe meine Freundin verteidigt, ich war ein Betrockner auf. Ja, schau mich an, der ist doch jetzt wurscht. Lass den Finger unten und reden. Schau mich mal an. Los geht's dann. Ja. Ich wurde von einem Typen am Hauptbahnhof angegriffen, den ich vorher noch nie gesehen habe. Und dann hat mir mein Begleiter Hilfeleistung gegeben, nachdem ich angegriffen wurde, und hat aus Notwehr gehandelt. Wie ist denn dein Vorname? Pierre. Darf ich dich duzen, Pierre? Ich bin ja der Julian. Schau mich mal an, mir mal auf die Nase. Augen auf. Pierre, hast du irgendwas genommen? Nein, ich hab meine Arbeit, ich mache eine Ausbildung. Ich bin im zweiten Lehrjahr aus. Was machst du? Ja. Schreien. Hast du mein. Also das Handy ist da. So. Hey. Er muss sich auch mal kurz anschauen lassen. Also, komm mal her. Komm mal her. Geh mal ein paar Schritte vor. Was ist denn jetzt los? Er hat dissoziative Anfälle. Ah, okay. Ist das so eine Art epileptisch oder wie? Nur nicht so stark. Psychogen. Also psychogen bedingt und dann macht der Körper mal kurz nicht mit. Okay. Aber das gibt sich eigentlich meistens wieder. Die Anfälle des jungen Mannes haben psychische Ursachen. Die heftige Panikreaktion macht es Julian schwer, ihn auf andere Verletzungen zu untersuchen. Wichtig in der Situation, um einfach aus dieser Panik rauszukommen, ist, dass man alles andere ausblendet, sich auf etwas konzentrieren kann. Ich habe probiert, mit einer monoton gleichbleibenden Stimme ihm zu sagen, er soll einatmen, die Luft anhalten und wieder ausatmen. Und das funktioniert eigentlich recht gut. So, was jetzt noch wichtig ist für mich, Hat dir irgendwas weh getan? Tut dir jetzt was weh? Ja. In der Rippenbereich, der rechten Seite. Okay. Und der Wange hier unten am Kiefer. Hat er dich gehauen da, ja? Ich hab sie nur verteidigt. Ja, nein, es geht jetzt darum.
Hat er dich da geschlagen? Ja. Ich war auf dem Boden gelegen. Ich würde mit Ihrer Freundin schnell zum Bus gehen, dann würde ich schnell aufschreiben, was aber passiert ist. Wir kommen dann gleich hinterher. Genau. Ja, wir gehen nur, damit wir uns hinsetzen können. Ja. Eine Menge Spitze, ne? Wir gehen hinterher dann, okay? Na, also nur zur Befragung, weil dann schreibe ich auf, was passiert ist. Also ich habe den Patienten genommen und wir sind auch zum Auto gegangen, weil da die Lichtverhältnisse einfach besser waren und man schon mal aus der Situation raus ist vor Ort. Ins Auto rein konnten wir nicht, weil da war die Aline mit dem anderen Patienten. Und auf jeden Fall durften wir nicht zu dem hin, weil die beiden hatten ja Stress miteinander und man muss dann schon die streitenden Parteien separiert behandeln. Ich taste einfach mal ab, von Kopf bis Fuß. Hier tut nichts weh, oder? Nein. Hier im Gesicht? Nein. Du? Nase, tut da irgendwas weh? Nein? Die ist so schief, oder? Nein. Ja oder nein? Nein. Ich weiß nicht, was irgendwie schief. Die Dame möchte wissen, ob ihre Nase gebrochen ist. Haben Sie Schmerzen, wenn sie drauf drückt? Weil die Nase disloziert ist. Also Sie hatten da schon ein paar Mal was drauf gekriegt. Nur heute. Ja, nur heute. Währenddessen versucht Julian immer noch seinen Patienten zu beruhigen. Wir haben es mit dem Atmen gemacht. Einatmen, Luft anhalten und wieder ausatmen. Und nochmal einatmen, Luft anhalten und wieder ausatmen. Komm, konzentrier dich drauf. Du hast es vorhin so gut gemacht, das machst du jetzt nochmal, okay? Ja. Komm, es wird, ich seh's doch, es wird schon besser. Okay? Schön drauf konzentrieren. Einatmen, Luft anhalten. Richtig gut und wieder ausatmen. Alles andere ist gerade egal. Kannst auch mich anschauen. Schau mal, das da drum ist völlig wurscht. Hier ist jetzt wichtig, ja? Ich glaube, er hat so schnell Vertrauen zu mir gefasst, weil einfach die Übung sehr gut funktioniert hat, weil er sich darauf eingelassen hat und weil auch schnell Erfolg da war. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Keine einfachen Bedingungen für die Notfallsanitäter. Ein Patient leidet unter Panikanfällen. Der andere scheint stark alkoholisiert zu sein. Gerät die Lage außer Kontrolle? Zurück in Nürnberg bei den Notfallsanitätern Aline und Julian. Am Hauptbahnhof hat es eine Schlägerei gegeben. Mit Unterstützung durch die Polizei versuchen die Rettungskräfte, die beteiligten Personen zu untersuchen. Dabei stoßen sie jedoch auf ungeahnte Schwierigkeiten. Tu mal alles, was du einstecken hast, da drauflegen, bitte. Dann messe ich nur mal im Blutdruck und so und dann. Okay? Ich mach das. Das ist gut, wenn sie das machen, was ich von ihnen will. Dann geht's da schneller. Ja. Keine Probleme. Alter. Und dann einmal hinsetzen, wenn du sowas. Ich zieh mich sofort meine Haut. Irgendwelche Infektionen. Ich hab 24 Jahre gehabt. 27 Jahre JVA. Ihr braucht mir nichts so erzählen. Also, ich brauch's jetzt dann ausziehen. Ich zieh mich JVA-mäßig aus, Alter. Wenn Sie das möchten. So. Also, wegen mir müssen Sie sich nicht ausziehen. Nein, ich mach das wie JVA, Alter. Ja, Sie, wir sind, erstens sind wir nicht alter. Vermutlich sind wir jünger als Sie. Und zweitens. Haben Sie uns trotzdem mit Respekt zu behandeln, ja? Das machen wir auch. Ich mach das jetzt mit Respekt für dich, dass ich mich einfach nachher mache, was du willst. Alles klar. Pass auf, das ist keine Anweisung, ich mach das freiwillig, Alter. Okay. Ne? So, dann. Und schauen Sie mal. Ich mach das alles freiwillig. Okay, dann umgekehrt. Nein, scheiße. Das dürfen Sie wieder anziehen, nein, oder? Ich gebe da alles freiwillig, Alter. Das schon, jetzt wissen Sie, es hat keiner gesagt, dass Sie sich nackt ausziehen müssen. Nein, ihr wollt es von mir. Nein. Ich hab keine Scheiße. Ich hab so, umdrehen einmal. Ja. Oberflächeverletzungen nicht vorhanden, außer dem Ding. Ja, schön. Jetzt ziehen Sie hier bitte jetzt ordentlich an, dass Sie jetzt Ihre Unterhose wieder anziehen. Okay. Ey, wie viel von einer Frau hier nackt auch. Was ist mit euch los, Alter? Ey, Sie haben gerade selber gesagt, dass wir es freiwillig gemacht haben, ja? Ich habe nicht gesagt, dass Sie sich ausziehen sollen. Mir hat es so gereicht. Wir waren dann mal kurz ein bisschen überrascht, aber er war der Ansicht, er muss das jetzt machen und hat sich dann, wie gesagt, komplett entkleidet. Der Polizist hat dann alles durchsucht, dann hat er sich wieder angezogen. Julian hat es nicht viel leichter. Sein Patient leidet unter extremen Panikattacken, die aber offenbar psychisch bedingt sind. Dürfen wir ihn mit reinhocken? Ja, ich kann sich hier essen. Das ist cool, komm. Aufstehen, komm. Jetzt hockst du dich mal da rein. So, jetzt bist du bei deiner Freundin. Müsste man vielleicht seine Hand berücksichtigen ein bisschen. Wir sind dann in den Polizeiwagen gegangen, weil ich gehofft hatte, dass die Freundin ihn ein bisschen runterbringt. Das ist ja eine bekannte Person bei ihm, die ihn einfach ein bisschen beruhigen könnte. Jetzt hat er wieder einen von diesen Anfällen. Der kommt aber eigentlich gleich wieder runter. Gerade haben wir uns schon völlig normal unterhalten. Er muss sich nur ein bisschen beruhigen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, ihn reinzufahren. Das ist jetzt gerade nur das Problem in seinem Kopf.
Ich bleib gern da, bis er ruhig ist. Ja. Ist die Gefahr, dass es schlimmer wird, dass der hier überhaupt keine Fuß kriegt oder sonst was? Eigentlich nicht. Die haben mir es gesagt. Die Übung. Komm, einatmen, Luft anhalten und ausatmen. Ich hol gleich mal noch eine Plastiktüte und kriegen das. Okay. Bleibst du kurz bei ihm? Das können wir ihm nicht geben. Das hat er erst gestern was bekommen, ja? Das können wir gerade nicht machen. Wir probieren so, gerade war es ja alles in Ordnung. Gerade hat er es voll im Griff gehabt, ja? Komm gleich wieder. Ich bin dann nochmal zurück ins Polizeiauto, weil der Patient hyperventiliert hat. Da habe ich dann auch eine Plastiktüte mitgenommen, in die er rückatmen konnte. Schau mal, du musst jetzt in die Tüte atmen, ne? Dann wird's gleich besser. Ey, ganz entspannt, ganz entspannt. Ey, ich bin mit da. Pierre. Ich bin da, der Julian von vorhin. Hörst du mich? Ja, ne? Ah, schon besser. Mit guten Zureden und dem Monotonen weiterhin und der Atemübung ist es dann doch besser geworden. Und ihm hat es auch besser gefallen, irgendwo zu sitzen, wo es vielleicht ein bisschen wärmer war, wo man noch mal ein bisschen abgeschirmt war und wo jemand war, den er kannte. Es geht. Einigermaßen. Ich glaube, wir schnaufen noch ein bisschen in die Tüte. Sind die Hände jetzt noch voll verkrampft oder geht's wieder? Es geht. Geht. Okay, du hast nur hyperventiliert gerade, ne? Alles gut. Komm noch mal. Nicht nur im Polizeiauto, auch im Rettungswagen droht schon wieder eine neue Schwierigkeit. Ich war jetzt die letzten 30 Minuten echt ruhig. Ja. Echt ruhig, ich hab nichts gesagt. Ich muss ein bisschen. Wie lange hältst du das noch aus? Nimmer! Ich schiff die ins Auto jetzt gleich rein, Alter. Mein Patient, der musste dann im Verlauf sehr dringend auf die Toilette. Und nachdem das in unserem Auto ja schwierig ist, im RTW, mussten wir uns was einfallen lassen. Früher hatten wir so eine Urinflasche mit dabei, aber. Das hat man in dem Moment nicht und Müllbeutel ist vielleicht nicht so ideal, aber wir haben solche Spuckbeutel, wenn jemand erbrechen muss und die sind dicht. Und die sind ja auch so länglich, also da passt schon ein bisschen was rein. Das haben wir dann quasi zweckentfremdet. Aber wir nichts verschütten, ne? Ja, bitte nicht. Ja, ich verstehe. Ja, es ist... Dann sag ich, ich schaue. Ja, ist ja gut. Dann schaut der Kinder gleich danach kurz raus. Dann schmeißen wir gleich mal Müll, schmeißen wir es weg und dann gehen wir kurz wieder rein, okay? Und mach das gar fertig. Dann hat er rein uriniert und der Polizist hat ihn dann entsorgt. Damit war das Problem dann gelöst und der Patient war glücklich. Allerdings scheint er einiges getrunken zu haben. Ein Alkoholtest soll Klarheit bringen, wie viel genau. Okay, ja gut. Ja. Boah. So. Die Lunge funktioniert. Ich will einen bloß noch haben. Ich sag mal so 1,6, oder? Das regnet noch. Wenn es lang regnet, Sie haben 2,2 Promille. Ha. Sind wir hier? 2,2 Promille. Schnappst du es dir auch, Rolle? Ja, du hast die Personal. 2,2. Ich hatte auch schon jemanden, der hatte über 4 Promille und ist noch normal gelaufen, hat noch normal geredet. Also die, die regelmäßig Alkohol trinken, da wirkt sich dann nicht so krass aus, wie wenn ich jetzt, sag mal, eine Flasche Wodka trinken würde, da wäre ich gar nicht mehr ansprechbar. Also ist unterschiedlich von Patient zu Patient. Wir fahren jetzt dann zusammen zur Dienststelle, ja, und dann können Sie sich ein Taxi nehmen oder sonstiges, nee, weil da ist die U-Bahn Weißer Turm. Was? Ich schlafe gleich bei dir heute. Okay. Okay. Wenn Sie das möchten? Ich muss das nicht unbedingt haben. Ich will das, weil sonst gehe ich heute raus noch. Eckfahren. Weil du so Akku bist, glaube ich. Ich bin der Akku, nein. Ich mach das, was so macht, wer muss. Okay. Es gibt Dinge, die müssen halt passieren, Alter. Verstehe. Und die mache ich auch dann. Aber du tust beantworten, wenn es mir heute da ist. Okay. Mein Patient, den hat ja dann die Polizei mitgenommen. Und wir haben dann den Patienten, den der Julian betreut hat, mitgenommen. Er einfach gesagt hat, alleine traut er sich nicht mehr zu. Das war jetzt nicht so weit von unserer Wache weg. Da ist jedem mitgeholfen. Und bevor wir da jetzt noch ein zweites Auto anfordern für ihn oder ihn mit Gewalt ins Krankenhaus bringen, was nicht notwendig gewesen wäre, war das die beste Lösung für alle. Die Verletzungen durch die Schlägerei sind offensichtlich nicht so schlimm. Und auch die psychischen Anfälle seines Patienten hat Julian in den Griff bekommen. Es wurde sich tatsächlich ziemlich gut um ihn gekümmert, also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe anfangs gedacht so, okay, er hilft nicht irgendwie, aber irgendwie auch schon, weil ich das alles, ich habe das gar nicht so richtig verarbeiten können, aber ihm geht's gut, er lebt. Julians Maßnahmen haben dem Patienten nicht nur geholfen. Der junge Mann ist auch schwer beeindruckt von ihm. Ich habe diese dissoziativen Anfälle, diese psychogenen Anfälle, die bei mir auch im Klinikum sehr bekannt sind, in den Berichten.
Und er war der Erste von den Sanitätern, der Walt es geschafft hat, ohne Betäubungsmedikationen oder sonstiges mich zu beruhigen. Das rechne ich diesen Menschen echt sehr hoch an. Und ich bin froh, dass es ihm gegeben hat. Und ehrlich. Ein großes Lob für eine große Leistung. Dem Patienten hat das Ganze gut getan und ich glaube, das Lob hat dann auch gezeigt, dass ich meinen Job in dem Moment gut gemacht habe und die Aline auch. Also, dass wir unseren Job einfach gut gemacht haben. Doch die Bahnhofsschlägerei hätte auch leicht aus dem Ruder laufen können. Jetzt heißt es Kraft tanken. Aline hat nach der Aufregung eine kleine Stärkung nötig. Wunderbar. Jetzt geht's mir gut. Es roch aber jetzt sehr künstlich. Nach Vanille. Vanille. Vanille, ja. Vanille. Ja. Vanille. Vanille, ja. Vanille. Vanille, aber da ist doch nicht noch ein E. Deswegen ja Vanille. Nein, Vanille. Vanille. Aber da ist doch nicht noch mal ein I drin. Vanille. Ja. Auch wenn Aline und Julian nicht bei allem einer Meinung sind, im Einsatz bilden die beiden Lebensretter ein perfektes Team. Doch für heute haben sie erst einmal Feierabend. Die 2 hattest du die gedrückt? Nein. Dann machen wir das. 2, 6 und genau. Aus. Und jetzt machen wir noch das Funkgerät aus. Ist ja auch schon 22.45 Uhr. Also die Frau Bachmann geht noch zum Sport, wie ich sie kenne, weil die verrückt ist. Nein, ich habe meine Tasche leider vergessen. Und ich gehe einfach mal aufs Sofa. Sonst würde ich dann noch ins Fitnessstudio gehen. Ob Sport oder Entspannung, jeder hat seine ganz eigenen Methoden, nach einem nervenaufreibenden Tag abzuschalten. Und morgen um 14 Uhr geht es schon wieder weiter.